Hallo in die Runde, willkommen zum Krieg der drei Königreiche. Ich bin glücklich, ich habe Team Rot gezogen. Und es gibt einen neuen Helden, nämlich, wo bist du? Da ist er. Liu Bei, 5 Sterne, Grün, Druide. Der Familienbonus ist der gleiche. Wenn man 4 Minions spielt, ist er gut. Wenn nicht, ist er marginal vernachlässigbar. Da gibt es deutlich bessere Familienboni. Unter anderem der von den zukünftigen Bahnen. Wenn man keinen anderen Fünfer der gleichen Familie nutzt oder generell keinen aus der anderen Familie, bekommt man 5% Mana-Geschwindigkeit. Ziemlich cool. Was haben wir hier? Wir haben 805 Angriff, 788 Verteidigung, 1419 Leben. Die Fähigkeit, die Werte muss man sagen, 800 ist okay, 788 auch so eine gute Verteidigung, Lebenspunkt ist ein bisschen schwach. Ruf zu den Waffen. Mittlere Mana-Geschwindigkeit heißt 10 oder mit entsprechender Kombination aus Mana-Truppe oder vielleicht geskilltem Mana. Der Druide bringt ja auf Stufe 20 4% Mana mit. Kommt man auch günstiger ran. Auf jeden Fall irgendwie Kombination Mana-Truppe 23, dass das rauskommt. Damit man nur noch 9 braucht. Er fügt 3 Zielen 340 Schaden zu. Das ist eine Menge. Und er beschwört einen Soldaten mit 9% Lebenspunkten. 9%, ja, 10% sind 140. Das heißt, ziehen wir nochmal 14 ab. Da sind wir bei 126. Das ist echt nicht viel. Runden wir auf, weil vorher abgerundet worden ist, sind vielleicht 127 Lebenspunkte. Das ist nicht viel. Solange der auf ihm drauf ist, gewährt er seinem Besitzer 50% Gegenschlag. Okay, für jeden Verbündeten ein Minion, der solange er lebt 50% Gegenschlag macht. 50% ist nicht so viel, ist aber natürlich oder kann zusätzlicher Schaden sein. Dazu muss man aber auch sagen, der Minion ist nach einem Treffer weg. Ja? 130 Lebenspunkte ist nicht gut. Wenn man dann da jemanden hat, der Ziele auf alles macht, könnte den das killen. Ein Sniper wird das nicht killen. 3 Ziele könnte knapp werden. Vergleichen wir mal die Werte. 805 Angriff und 340. Was haben wir denn da? Wir leveln gerade 350 auf ein Ziel. 9% auch Minions. 340, was haben wir denn? Ganz oben ist Francine, da ist Francine. 225% auf 3 Ziele, schon deutlich weniger. Dafür ist sie schnell. Ja, was soll man dazu sagen? Was haben wir denn noch auf 3 Ziele? Haben wir hier bei denen noch was? Nur mal so im Vergleichswert. Benachbarte, was haben wir? Er macht Single, er macht glaube ich auch 3. 390, ne? Das ist schon deutlich mehr. Also im Vergleich muss man sagen, mit Ganyu ist er deutlich schlechter. Und im Endeffekt ist er nur die 5-Sterne-Version von ihm hier. Und dadurch, dass nicht mal mehr die Lebenspunkte der Minions angehoben wurden, muss ich sagen, hängt halt davon ab, wie viel Schaden dann reinkommt auf die Minions, ne? Und wie oft die Minions auslösen. Das hängt ganz viel von der Schadensprognose ab. So finde ich ihn erstmal recht einfach, möchte ich sagen. Da gibt es deutlich härtere Helden und dürfte zu den Schwächeren von denen gehören. Da ist selbst der Rote, der noch rauskommt, der Minions beschwört und die Brandschaden machen. Also die 5-Sterne-Version von ihm kommt auch noch raus. Die werde ich gut finden. Und die 5-Sterne-Version von ihm hier, die ist auch nicht so prall. Ne? Ist ja der gleiche Effekt, nur ein bisschen mehr Schaden und mehr Lebenspunkte und mehr Brandschaden. Also die sind nicht so gut. Die drei würde ich sagen, also er auf jeden Fall. Und der Rote, die zählen schon zu den schwächeren Helden, die man nicht unbedingt immer vorbehaltslos nutzen kann. Wenn man natürlich nichts Besseres hat und das der einzige Grün ist, man sitzt ohne Ende auf Geheimtränken, raus damit. Jeder Fünfer hilft.
Bei mir ist es gerade die Klasse, die ich gerade nicht habe, weil ich gerade schon Druiden am Leveln bin. Dementsprechend, wenn ich beschwöre und ich werde definitiv beschwören, weil ich sie gerne hätte, hoffe ich nicht, dass er dabei rumkommt. Und sind wir mal ehrlich, ich habe es mir langsam verdient, 240 Beschwörungen, da müsste mal langsam wieder ein Event-Firmware rauskommen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss.